Eine Frau lässt nicht locker. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages ging Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, durch Kanaan. Die Menschen dort glaubten an andere Götter als das jüdische Volk, zu dem Jesus gehörte. Dort lief ihnen eine Frau hinterher und rief die ganze Zeit: "Jesus, hilf mir! Meine Tochter wird von einem bösen Geist, einem Dämonen beherrscht." Jesus ignorierte sie, aber die Frau ließ nicht locker. "Jesus, hilf meiner Tochter!" Irgendwann waren die Jünger genervt und baten Jesus: "Schick die Frau doch bitte weg." Jesus erklärte: "Ich soll nur zu dem jüdischen Volk gehen, dafür hat Gott mich geschickt." Da stand die Frau schon direkt vor ihm und bat ihn wieder: "Hilf mir!" Jesus antwortete: "Es ist falsch, den Kindern das Brot wegzunehmen und es an die Hunde zu verfüttern." "Richtig", erwiderte die Frau. "Aber bekommen die Hunde nicht das, was nach dem Essen übrig bleibt, die Reste?" Jesus war beeindruckt von ihrem Vertrauen in ihn und ihrer Hartnäckigkeit. "Weil du so fest auf mich vertraut hast, will ich deiner Tochter helfen." Da schickte er die Frau nach Hause. Als sie dort ankam, war ihre Tochter frei und wurde nicht länger von dem Dämon gequält.